Schönen guten Tag. Wir sind hier bei einem Format, das ihr an dieser Aufstellung der Monitore schon erkennen solltet. Moment, Cutter am Mic. John Meinbré, das, was du beschreibst, findet außerhalb des Frames statt. Aber mach mal weiter. Und es sehr beliebt ist, es ist unspielbar. Unspielbar. Und ich habe eine wunderschöne Person eingeladen. Ihr Geist ist warm, genau wie ihre Stimme. Wir begrüßen Janina. Hi, ich bin's, Zen Janina. Ja, Zen Janina. Heute wird gechillt. Hast du denn eine Ahnung, zu welchem Spiel du heute chillst? Nee, ich suche aber die ganze Zeit hier schon nach irgendwie Konsolen oder so. Aber entweder ihr habt das sehr gut versteckt oder ich werde heute PC spielen, aber mit Controller oder so. Ja, ja. Matthias, reiche Janina den Controller. What? Das Kabel ist nicht lang genug. Das Kabel ist nicht lang genug, aber ja. Hat ein schönes Gewicht, hat eine schöne Haptik. Weißt du, welches System das ist? SNES. Genau, SNES. Und jetzt, Matthias, reveale das Spiel. Nee, ich habe richtig Angst. Ich will es nicht sehen. What the fuck? König der Löwen? Kennst du das? Nein, vielleicht ist es gut. Hattest du in den 90er Jahren nicht mal ein König der Löwen-Spiel? Nee. Mir fehlt's so auf. Racer kann ich nicht, Shooter auf dem Controller kann ich nicht und für Jump'n'Runs habe ich halt keine Geduld. So. Es ist aber ein Kinderspiel. Das ändert's nicht. Gut. Und was auf Sie zukommt, das erfahren wir einfach mal jetzt. Gütig wie ich bin, habe ich mich entschieden, Janina durch mein ganz eigenes Kindheitstrauma hüpfen zu lassen. Den 2D-Klassiker Der König der Löwen. Wer das damals in seinen kleinen Fingern halten konnte, weiß, dass es alles andere als kindgerecht war. In dem Jump'n'Run springt ihr mit Simba durch bekannte Schauplätze des Films, wobei von euch mit einer klobigen Steuerung äußerst präzise Bewegungen gefordert werden. Landet ihr beispielsweise nicht exakt auf den wackelnden Schwänzen der Nashörner, geht ihr baden. Springt ihr einen Hauch zu spät vom Strauß ab, bleibt ihr in den Baumkronen kleben. Der ein oder die andere von euch ahnt es sicher bereits, ich habe das berühmte Level mit dem Affenpuzzle für Janina rausgekramt. Wenn sie den tödlichen Giraffen- und Nilpferd-Parcours überstanden hat, wartet hier nämlich am Ende noch ein gehirnschmelzendes Rätsel. Hier muss sie in richtiger Reihenfolge bestimmte Affen anmauzen, damit sie sich umdrehen, um sie an das Ende des Levels zu katapultieren. Sie spielt übrigens die Neuausgabe der Disney Classic Edition auf Steam, in der mit der linken Bumper-Taste sogar eine Rückspulfunktion eingebaut wurde, damit Fans nicht vom Frust alter Tage zerfressen werden. Selbstverständlich ist diese Taste aber tabu. Na dann lasst uns mal sehen, ob Janina es schafft, dem Königsfelsen alle Ehre zu machen. Hakuna Matata. Also irgendwie sieht es ganz süß aus. Ich muss sagen, ich hab da Bock drauf. Ja, ja. Ich finde das ganz cool. Lese, was da steht. Raw at Monkeys. Was bedeutet das? Ja, genau. Sehr gut. Mit A man springst du. Wait to be King. Okay. Wie ist denn der gerollt? Kann man rollen? Weil nee, das macht er einfach automatisch. Das ist ein Achso. Löwe, der hat Instinkte. Aber auch schon mal sehr gut rausgefunden. Ja. Okay. Wir begeben uns jetzt auf eine Reise in die Pride Lands. Oh, ah. Ja, muss ich kurz. Ich muss das Spiel kurz kennenlernen. Ja, ja. Das ist gerade in der Dating-Phase noch. Das ist ganz normal, kurz wie. Wir wärmen uns auf. Was ist denn mit dem Monkey da oben? Komme ich denn an den irgendwie? Ha, okay. Ja, die Giraffen haben keine Geduld. Also, du musst da schon über die Köpfe rüberhuschen. John, hast du es ganz kurz, hast du es selber durchgespielt? Also, Background, das ist mein Kindheitstrauma. Ah. Ich habe dieses Spiel mal irgendwann von meiner Mutter geschenkt bekommen, weil König der Löwen drauf stand. Es hüpft halt nicht immer. Entschuldigung, ja, sorry, deine Geschichte. Entschuldigung. Und ich bin an diesem Level verzweifelt und ich habe das Spiel irgendwann einfach in Müll geworfen. Also hast du es nicht mal in Vorbereitung für dieses Unspielbar gespielt? Für die Vorbereitung als Erwachsener habe ich es durchgespielt. Für dich. Wie lange hast du gebraucht? So lange, dass ich wusste, dass das ein Unspielbar wird. Die Taste geht heute halt. Heute wird gechillt. Mhm. Gibt es Checkpoints? Tatsächlich ja. Geil. Aber wenn du Game Over hast, dann kannst du wieder vorne bei den Giraffen anfangen. Ja, wir sind auf der ersten Insel. Es tut mir leid, wenn das ein sehr schnelles Unspielbar wird. Sorry. Ich muss kurz. Es muss ja irgendeine Reihenfolge geben. Das kann ich ja nicht beeinflussen, wie die mich schmeißen. Ja, hä? Nicht so richtig. Aber warum nehmen die mich nicht in die Hand? Hallo? So, jetzt bist du da oben. Na, jetzt bist du wieder unten. Nimm mich doch in die Hand! Die Grafik ist auch so ausgelegt, also du musst pixelgenau landen. Das ja. Das werden wir aber später. Oh! Hä? Aber dann nimmt er mich immer noch nicht!
Aber was ist gerade passiert? Der hat sich umgedreht? Ach, der schmeißt mich in die andere Richtung dann. Oh, das Gehirn rattert. Ist ja ein Rätsel. Ich mag ja Katzen auch, ne? Also ich bin ja so generell so ein Bitte, Katzen. Das ist ein Prinz. Das ist der Prinz der Löwen. Ja, das ist auch nur eine große Katze so. Der nicht warten kann, König zu werden. Wusstest du, dass diese Animationen, die du gerade siehst, von den Walt Disney-Zeichnern selbst gemacht wurden? Wow. Ja. Oh. Okay, kurz testen. Oh. Oh. Ja, stark. Oh. Oh. Stark. Stark. Ist schon stark. War aber mal eine andere Sektion irgendwie. Ja, ja, der nach dem muss man so. Den krieg ich auch noch angeschrien. So. Runter, rüber, hoch. Oh. Oh. Ich hab richtig Angst. Woo! Woo! Jetzt geht die Straußjagd los, Leute. Okay, warte mal, wie geht das? Mach einfach, was das Spiel dir sagt. Oh. Hä? Ah. Ich weiß nicht mal, wogegen ich gerannt bin. Hä, da war ein pinkes Rhinoceros. Hä? Hab ich nicht gesehen, hä? Hab ich nicht gesehen. Naja, egal. Wir gehen wieder. Du hast ja noch ein Leben. Aber ja, ich habe jetzt das Rätsel gelöst, dementsprechend. Das ist ja, das hat halt jetzt kurz gedauert, dieses Rätselding. Wir haben ja hier auch die Vanilla-Version für dich vorbereitet, weil normalerweise, wenn man Game Over hat, bei diesem Spiel fängst du auch im Level 1 wieder an. Wirklich? Ja, ist immer noch so ein bisschen so ein Warmwerden mit tatsächlich nur diesen einen Button, den man sehr drücken muss auch. Ah. Das ist auch nicht möglich. Du hast hier richtig Publikum. Könnt ihr mal alle, wie die essen und so. Wir werden uns auf eine längere Session ein. So. So. Und für meine Zukunft. Und jetzt geht's los. Okay, wo war da? Aufpassen. Sag mal, wenn der kommt. Ah. Ja. Den habe ich gesehen, ja. Oh. Ah, verstehe. Hey, die sagen ja sogar an, das ist ja komplett einfach. Wie doppel. Ah. Hä? Was ist passiert? Oh, schade. Hä, warum denn? Ich verstehe, was ist denn passiert? Tja, du hast den Doppelsprung nicht geschafft. Wie soll ich den schaffen, wenn mein Strauß vorher stirbt? Du musst es jetzt auch so sehen, dass du jetzt auch richtig gut lernen kannst, wie du springst, wie das Sprungverhalten ist. Für die späteren, viel schwereren Puzzle. Puzzle? Also am Ende dieses Runs, glaube ich, kannst du ein paar Stellen richtig gut. Okay, jetzt kommt der Doppelsprung. Nummer, ich weiß halt noch nicht mal, was ich. Weißt du, wenn man wenigstens weiß, was man falsch gemacht hat, dann kann man auch lernen, das zu ändern. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Deswegen jetzt aufpassen. Einfach früher? Oh. Hä? John, wo ist der Busch? Ich laufe da einmal jetzt einfach nur. Es ist kein Doppelsprung. Ich sag, das ist nur ein Einersprung. Das ist nämlich die Verarsche von Disney und Virgin Interactive. Kein, wundert mich nicht, dass die Virgin Interactive heißen, wenn die so ein Spiel machen. Weißt du, dass ich das Level auch schon durchspielen musste? Aber war einfach? Nein, ich fühle mit dir. Aber trotzdem schränke ich mal an, weil John hat Kinotickets. Ach, der will heute noch ins Kino, oder was? Schauen wir mal, ob der noch ins Kino kommt heute. Und Let's wir sind go. Wieder auf dem Strauß. Here we go! Weißt du, worauf ich jetzt mal achte? Wenn der Pfeil kommt, wie viel später man das dann ausführen oder früher man es ausführen muss. Schon kurz warten? Ah! Hä? Das ist... Kann man das mal kurz sehen? Einfach kurz die Stelle, weil das geht so schnell. Ich muss das kurz... Ich brauche da kurz ein Standbild. Ja, Regie, können wir mal ein Standbild hier für Janina kurz haben? Was ist das? Geht nicht? Wir haben gar keine Regie. Ah, Mist. War das denn zu früh oder zu spät? Sag doch was. Beim nächsten Jump werde ich dir es sagen. Sehr gut. Sag mal jetzt bitte gleich. So, ich pass auf. John, sag! Jetzt! Sag doch! What? Sehr gut! Sehr gut! Kommt noch so ein Ding, ne? Oh. Checkpoint! Yeah! Checkpoint und zwei Leben. Sowas haben wir bisher noch nicht erreicht. Die denken so, ich hab das durch. Okay, mal gut, kurz. Ganz neue Area, ja, neue ich Challenge. Die Eigenste.
Das sind die berühmt-berüchtigen Hippos mit ihren schönen Popos. Ja, kurz lernen. Weil okay. Wahrscheinlich muss ich ja dann nach rechts, oder was? Ja, das sieht irgendwie so aus, ne? Ja. Janina, du musst jetzt wirklich aufpassen. Ah! Oh, ich habe sau Angst. Kein Problem? Yes. Yes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist ein One-Up? Ein Level-Up. Du hast 3 Leben. Du hast hier die falsche dafür ausgesucht, John. Ich bin so fucking good. Gut. Jetzt weiter. Oh, shit. Da muss man danach... Ja, ja. Warte, wie weit ist die Plattform hier? Sonst hätte ich kurz geübt. Nee, geht nicht. Okay. Okay. Ah! Oh. Hä? Es ist komplett random. Wieso kann man auf dem plötzlich stehen? Wie weit ist die Hitbox? Ah! Ey, das ist komplett random Scheiße, sorry. Was da gerade passiert ist, macht überhaupt keinen Sinn. Das wissen wir gerade alle. Ich spiele halt Spiele, die gut sind. Das war ein Verkaufsschlager. Da war eine Hitbox! Also keine, also eigentlich. Oh, das ist aber... Oh, oh das oh, war ein Versehen! Wow. Oh, das war eigentlich aus Versehen! Und das, du hast das Level up wieder. Du hast wieder ein Level. Du hast wieder ein Leben. Ein Leben, 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 Leben. Oh, Scheiße, ey. Ah! Oh Gott. Oh Gott! Das Problem ist, muss ich jetzt nach links? Mhm. Aber das schafft man ja nicht. Aber zum Safen hat man da unten noch den Zipfel. Komm. Oh, oh mein Gott. Okay, check ich. Oh, check ich schon. Ich habe die ganze Zeit dabei gedacht an dich, als ich bei den Hippos lang gesprungen bin. Wegen den fetten Ärschen? Unter anderem. Ah, aber eher sorry. Die kleinen Hitbox. Oh nein! Ich schaff das nie wieder mit dem Strauß. Aber vielleicht erinnerst du ja, was du eben gemacht hast. I doubt it. Denk in Hitboxen und denk nicht so im Rhythmus, wie die Hippos ihren Schwanz wedeln da, ihren Schweif. Nee, da denke ich auch nicht. Ich versuche nur, die Spitze des Schwanzes zu greifen. Ja, vielleicht gibt es ja auch andere Hitboxen. Ach so. Vielleicht nur die Ahnen, also die Anusse. Was? Seht nur, er will anscheinend die Schockwelle der alten Ahnen einsetzen. Oh, das ist zu kurz. Nein. Oh, du hast Oh. Jetzt hast du einen Knopf gedrückt, den du niemals wieder drücken darfst. Den darfst du nicht drücken, der ist verboten. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du an einer guten Stelle ihn wegschauen lässt. Irgendwann später. Sag jetzt John. Ey, 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 Janina, Janina. Was? Stopp. Janina? Was, ich hab nichts gemacht. Komm einmal zu dir. Ich hab nichts gemacht. Das da? Nein, nein. Das war ein Versehen. Das da? Nein, nein. Das war ich. Nein, nein. Versprochen. Nein, nein. Ja, versprochen. Ich würde nie die... Ich weiß, es war ein Ausversehen. Es war aus Versehen. Auf Ehre. Auf Ehre. Mhm. Das ist bestimmt alles Verarsche. Man kann da einfach rüberspringen, oder? Ja. Das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Das, wenn du das machst, ist einfach unfair. Oh. Ey, aber es war ein Versuch wert. Sorry. Es ist ja, eine ey, Leben. Das war, ja, man muss auch mal die Grenzen testen. Ich versuche noch mal nach rechts. Nach oben? Nach rechts oben? Nein. Oh. Ja, aber nach rechts muss ich ja irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Okay. Oh, ich habe echt das Bedürfnis, ihr was zu sagen. Aber soll ich Tim mal fragen, ob ich dir was sagen soll? Ja. Tim! Ja, Nina möchte, dass ich ihr jetzt helfe. Soll nee, ich dir helfen? Nee, nee. Das Ding ist, ich habe den Skill, aber nicht das Wissen. Weil ich nicht weiß, was man machen muss. Wichtige Anmerkung. Janina hat schon zweimal gecheatet. Nein, hab ich überhaupt nicht! Was? Sie hat den Rückspulknopf gedrückt und dann hat sie den Sprung trainiert. Du meinst den Rückspulknopf, den es damals das gar nicht gab? Das sind 5 Leute, die gegen mich sind. Genau. Ein Stündchen noch, oder? Stündchen? Stündchen noch und dann kann man mal so einen Tipp. Stimmt. So, so einen Tipp drauf. Wie viel noch? Also, das ist ja alles gar kein Problem. Dann kommt das hier. Da muss man an dem Schwanz. Und was jetzt? Ja, nach links. Ach nee, aber dann springe ich nach links. Fällt man durch! Aber
Ich muss doch nach... Nee, muss ich nach oben? Oh, das, oh, der sitzt tief. Der sitzt tief. Der saß tief. Ah, okay, warte. Oh. Da muss ich hin! Das hast du ganz alleine rausgefunden. Du hast nicht mal nachgefragt. John, ich hab das selber rausgefunden. Dreh das jetzt nicht so. Aber was jetzt? Was jetzt? Ja, aber das hat ja letztes Mal auch nicht funktioniert. Oh, doch, wir sind wieder am Strauß. Man musste sich da festhalten. Ja, hey, nein, man musste sich man, vorher... Hast du überhaupt aufgepasst, an dem blauen Hippo festhalten? Oh, shit. Here we go again. Naja. Oh, Mann. Oh, Backe. Mann, nicht wieder. Heute wird gechillt. Es gibt einen krassen Sprung von da aus. Dann kommst du an das Hippo-Ohr ran. Ja. Mann, ey, ich breche hier alle Regeln. Ah! Egal, egal, sag nix. Das war's jetzt. Ich muss jetzt aufhören. Nee, aber du hast ja nichts Neues gesagt. Also letztendlich habe ich genau das gemacht. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Du hast es schon mal geschafft, aber ja. Oh, ah! Mann. Wie einfach nur läuft! Eine Ewigkeit später. Oh. Ja, ich hab den verstanden. Okay, jetzt hab ich's fertig. Oh, okay. Jetzt hab ich's quasi durch. Ja, genau. Okay, John, bleib bei mir. Ich bin da. Alles gut. Ja, runter. Normaler. Double. Nein! Ah ja, jetzt aber. Nein, hey, jetzt ist dumm. Ja. Okay, tut mir leid. Jetzt aber. Ja! Runter! Runter! Oh. Double! Ja! Ja! Oh mein fucking Gott! Boah! Ich bin die beste Spielerin der Welt! Der Welt! Also, du hast es nicht geschafft. Also, aber Checkpoint. Geh zum Checkpoint und zwar sofort. Wo denn? Da. Ja. Wir sind bei der letzten. Wir sind beim letzten Areal. Ich möchte meinen Eltern danken, dass sie mich auf die Welt gebracht haben. Du hast einen Checkpoint. Wenn so du jetzt, gut. Wenn du jetzt keinen Scheiß baust, können wir jetzt immer hier wieder anfangen, ja? Ja, aber ich muss ja erstmal testen, ne? Ja, jetzt komm erstmal klar. Jetzt müssen wir auch mal wieder sagen, es ist unspielbar. Ich helfe dir jetzt. Nicht mehr. Nicht mehr so doll. Ist jetzt nicht so, dass du mir einen riesen Gefallen bis jetzt getan hast. Ja, runter. Runter! Double! Ja! Ja! Okay, mal kurzer Durchlauf. Der passt. Der müsste mich nach rechts, der rosane oben vielleicht. Muss ich mal kurz schauen, aber die Frage ist, ob ich zu irgendeinem... Was ist denn dieses Nashorn hier? Was soll der eigentlich? Ja, was soll ich mit dem? Probier ihn doch mal aus. Oh! Richtig. Ja, ich glaube, was man machen muss, ist, einen Affen anzuschreien, damit man für einen Durchlauf auf andere Plattformen kommt, auf die man sonst nicht kommt, um dann andere Affen anzuschreien, um dann den Komplettdurchlauf zu haben. Du hast es. Ja. Ich kenne doch eure Scheiß-Game-Logik. So, und deswegen mache ich einfach mal, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt anspringt, aber ich muss einfach mal kurz einen Durchlauf machen. Oh, ich bin so stolz auf dich, Janina. Wow, wait! Da war ein Level-Up. Was zum Fick ist passiert? Du hast etwas richtig gemacht. Okay. Aber was jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin ja komplett woanders. Ich weiß gar nicht, wo der Durchlauf anfängt hier. Kann ich mal nach unten schauen? Ist unter mir eine Plattform? Ich sehe das ja nicht. Ja, drück mal, halt mal nach unten gedrückt. Ach ja, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen, ja. Aber ich muss kurz wissen, wo ich anfange. Da ist ein One-Up. Da ist ein Level-Up. Ah, bei dem fange ich an. Okay, das Level-Up wäre ganz schön juicy. Den muss ich mal kurz testen. Ja, der... Nochmal kurz, sorry. Ja, ja. Der wirft mich zu dem. Testen. Der ist quasi... Du hältst bestimmt bald einen Überblick über die ganzen Affen. Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder irgendwo hin? Schon über den Schwanz, ne?
Oh ja. Gott, ich hab richtig Angst. Oh, Scheiße, du siehst aber was im Wasser schwimmen da, ne? Hä? Hallo? Janina? Ja? Da im Wasser schwimmt ein Baumstamm. Das ist natürlich eine Plattform bei so einem 2D-Jumper. Aber was soll ich denn damit? Da könntest du raufspringen und wieder zurück zu der ersten Insel kommen. Oh. Alter! Pro-Playerin! Ey, das war nicht schlecht. Die Stämme haben es echt in sich. Okay, du bist eben auf diese Insel gefallen und hast gemerkt, es geht nichts mehr. Why? Na, weil da noch so ein Affe natürlich falsch ist, schon klar. Das wollte ich ja aber hier auf noch... Auf welcher Insel ist der Affe falsch? Ja, hier. Wo? Aber auf der Insel. Aber, weil ich... Nee, nicht auf der Insel. Ich will nicht mehr. Ich muss noch mal auf die andere Insel jetzt kommen. Ich muss jetzt noch mal kurz herüber. Ich muss jetzt kurz den Durchlauf hier durch. Ja, jetzt aufpassen. Pass auf, Janina. Ja. Watch it. Pap. Der ist falsch. Und jetzt noch mal zurück. Willst du das Ski leben? Und irgendwie macht sie die Baumstämme, als wäre es nichts. Ja, not bad. Jetzt watch! I watch you. I watch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Kann auch sein, dass es einfach nicht klappt so. Okay, ja. Der kann jetzt nämlich nicht den anspringen, glaub. Mhm. Okay. Du hast 4 Leben. Ja, das stimmt schon. Deswegen, also die Sprünge sind es ja hier nicht. Ist das der Rosane vielleicht gewesen? Ich habe ja den Rosanen gedreht. Aber der Rosane war ja irgendwie noch gar nicht das Problem. Ja, das ist echt auf Messers Schneide. Vielleicht kommen wir doch alle noch nach Hause heute. Alles macht Sinn. Bis hier. Oh, der Schmetterling. Irgendwie. Muss der? So. Okay, den hast du auch. Ah, der Rosane muss wieder. Ah, okay. Jo, ich muss zurück. So, ich dreh dich jetzt zurück. Ist jetzt Try and Error, ganz ehrlich. Ja, ach was, Try and Error. So, mal gucken. Oh mein Gott. Ich musste den zurückdrehen. Oh, ich musste den zurückdrehen! Was für ein Hund! Alter, du hast es geschafft. Hä? Sie hat es geschafft. Yes! Ich hätte das nicht gedacht. Oh, wieso? Dass du das schaffst. Es war ein. Oh mein fucking Gott, das war ja wirklich so schlimm. Das mache ich nie wieder. Gibt's noch eine Abmod oder so? Mach mal König der Löwen Freestyle. Ich hab's geschafft. Wisst ihr, was ihr tun könnt? Ihr könnt klicken da an den Rand. Hippo-Schwänze kennen keine Grenze.